Willkommen im Verse. Ich bin Ars Drake und während ich etwas Credits farmen will mit einer geliehenen Prospector und etwas Kopfgeldjagd mit meiner Cutlass Black betreibe, lasst uns doch über einige Themen reden. Zuerst den Bergbau im Star Citizen und dann reden wir über das PvP Bounty Jagen. Fangen wir also an. Ich wollte eigentlich ein Video zum Thema Bergbau mit einer geliehenen Prospector machen, um zu zeigen, wie man seine Kosten wieder reinholen und Gewinn erzielen kann. Jedoch scheitert es an einem Bug. Beim ersten Mal konnte ich, wie ihr seht, meinen halben Frachtraum füllen, als beim nächsten Einladen vom Geröll plötzlich die Anzeige kam, Frachtraum voll und nichts ging mehr. Beim Verkauf hatte ich genau diese Anzeige, dass ein Teil meines Frachtraums leer war, obwohl ich ja beim Einladen die Meldung bekommen habe, dass es nicht der Fall ist. Danach geschah es bei jedem anderen Versuch. Trotzdem konnte ich mit einem kleinen bisschen eine Summe erzielen, die okay war, da ich nicht einmal die seltensten Erze abgebaut hatte. Ich denke, es ist ersichtlich, dass wenn der Bug beseitigt ist, auch mit einer geliehenen Prospector Gewinn erzielt werden kann. Also, wieso will ich hier über den Bergbau reden? Es ist einfach. Es geht mir um die Spielmechanik und meinen Standpunkt dazu. Oder besser gesagt, um die Diskussion, wieso man ein Minigame spielt, um Erz abzubauen und nicht einfach wie in anderen Titeln eine Taste drückt und fertig. Hier kurz eine Zusammenfassung für die Leute, die keinen Bergbau bei Star Citizen gemacht oder gesehen haben. Ihr müsst einen abbaubaren Felsen oder Asteroiden suchen, dann scannen und was er beinhaltet und entscheiden, ob ihr ihn abbauen wollt. Dann geht es los. Ihr startet den Abbaulaser, regelt seine Energie bis auf ein Niveau, wo der Felsbrocken anfängt seinen Bruchwert zu erreichen und achtet darauf, nicht zu viel Energie auf den Laser zu geben, sodass sich der Brocken erhitzt und explodiert und euch tötet. Falls die Brocken noch zu groß sind, wiederholt ihr das. Danach mit dem Traktorstrahl die Bruchstücke einfach einsammeln. Für genauere Informationen gibt es mittlerweile genug Videos, beziehungsweise mache ich gerne bei Zeiten mal ein aktuelles Video, wenn der Bug behoben ist und ihr es wünscht. Kommen wir nun zu meinem Standpunkt und wieso ich vielleicht jetzt bei einigen anecken werde. Es gefällt mir. Natürlich, es gibt einiges, woran man noch feilen kann, aber von der Basis her finde ich es gut. Wegen folgenden Punkten. Erstens, ich bin am Prozess aktiv beteiligt und muss mitdenken. Nicht nur das Regeln der Energie ist wichtig, sondern auch das Nachdenken, ob ein Bruchstück sich lohnt. Sprich, Masse des Brocken hat so viel Prozent an Erz und so viel Prozent Schutt. Zweitens, Grind-Langeweile wird jedenfalls bei mir damit vermieden. Nicht wie früher bei WoW und anderen Titeln, wo ich immer nur im Kreis renne und nur abwarte, bis der Charakter fertig ist mit dem Abbauer, um zum nächsten Brocken zu rennen. Drittens, Black Desert trieb es auf die Spitze, indem man nicht einmal mehr online sein musste, um Material zu farmen, da Automatismen es einem abnahmen und man nur noch Mobs grinden musste, um zu leveln. Deshalb unter meinen Freunden der Spitzname AFK Gaming. Viertens, Bot-Farmer, die mir auf die Nerven gehen, werden es bei Star Citizen schwer haben. Fangt doch kein Spiel an, wenn ihr es nicht spielen wollt. Das sind die Gründe, wieso ich den Bergbau bei Star Citizen gut finde. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, äußert euch ruhig in den Kommentaren dazu und natürlich werde ich mir diese dazu durchlesen. Kommen wir nun zum PvP Bounties. Momentan stößt es einigen Spielern sauer auf, die gerne eine Piratenlinie spielen. Aus einem einfachen Grund. Wenn ein Spieler mit einem Kopfgeld versehen wird, taucht dieser auf der Missionsliste unter Bounties auf. Und wenn ein anderer Spieler die Mission annimmt, wird der Gesuchte wie ein NPC auf der Stellarkarte markiert. Dadurch wird er gefunden, gestellt und zur Strecke gebracht, wie ihr es in diesem Video auch sehen könnt. Und das sorgt bei einigen Spielern für Unmut. Leute, jetzt mal ehrlich. All die Zeit konntet ihr treiben, was ihr wolltet in Star Citizen, ohne dass es Konsequenzen gab. Es gab einige Spieler, die sogar tierischen Spaß daran hatten, andere Spieler zu trollen. Wie es zum Beispiel einem Kollegen von mir passiert ist, der, als er Star Citizen zum ersten Mal startete, sein Schiff bei Port Olisar dreimal von einer Starfarer von der Landeplattform geschoben wurde und als er den Server wechselte, ein anderer Spieler direkt bei Port Olisar wartete
und jeden Abschuss, der gerade gestartet ist und mit der Steuerung noch nicht gut umgehen konnte und sich auch noch nicht mit der Sicherheitszone auskannte. Also was geschah? Nach diesen ersten prickelnden Erfahrungen hat er gefrustet das Spiel ausgeschaltet. Gut, mittlerweile spielt er immer wieder. Aber musste das sein? Große Leistung von diesem Spiel. Jetzt kommt die erste Mechanik, die eine Konsequenz in das Spiel hineinbringt für Spieler, welche ernst zu nehmen ist. Nämlich andere Spieler, die davon profitieren, einen Crimestat-Spieler zu jagen. Und das frustet euch? Wartet doch ab. Es ist das erste Mal eingesetzt worden und natürlich wird daran noch gearbeitet. Es werden jedem Piratenspieler auch noch Mittel gegeben werden, sich zu entziehen und zu verbergen. Also geduldet euch doch einfach wie jene Spieler, die ihrem Tagesgeschäft nachgehen wollten und beim Bergbau oder Trading von jemandem abgeschossen wurde, weil dieser Langeweile hatte. Wie seht ihr das? Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Falls ja, abonniert doch bitte meinen Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Astrake.